Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. Ja, finde Sigurd und sprech mit ihm. Ich schau mal eben, wo er denn sein könnte. Moment, wir haben Blickrichtung. Das heißt, er ist theoretisch in die Richtung, aber noch nicht auf der Karte zu finden, wenn ich das jetzt hier richtig Du da, deute. was führt dich hierher? Wenn du reden willst, komm näher. Ich will aber nicht reden. Ich suche gerade jemanden. Irgendwo rechts von mir. Wahrscheinlich werde ich jetzt den grünen Punkt wieder nicht sehen, so wie beim letzten Mal. Okay, hier ist es scheinbar nicht. Da war aber auch kein grüner Punkt. Das ist doch in dem großen Haus hier. Setz dich doch. Lass uns spielen. Ja, das wäre alles schön und gut, aber ich muss hier jemanden finden. Das ist doch nicht wahr? Wie geht es dir, Haitham? Du hast einen harten Schlag überlebt. Es heilt. Ich werde nie der Krieger sein, den Basim aus mir machen wollte, aber ich kann der Bruderschaft auf andere Weise helfen. Wirst du in den Süden zurückkehren, nun da Kjötvi tot ist? Tatsächlich ziehen wir gen Westen. Basim ist ein unermüdlicher Kämpfer. Dann ruh dich aus, bevor ihr abreist. Verletzte tun sich nicht leicht auf dem offenen Meer. Natürlich. Danke. Ja, war das vielleicht doch Sigurd, der da vorne gestanden hat? Ich bin so schön an ihm vorbeigelaufen. Nee, er war es nicht. Okay. Keine Ahnung, warum der unbedingt sprechen will. Ich muss aber erstmal mein Ziel finden. Frohnberg? Er soll rechts von mir sein. Sag mal. Ich will hier nicht üben. Jetzt soll er links vor mir sein. Das ist doch nicht normal, oder? Und jetzt soll er quasi direkt vor mir stehen. Und wo ist er? Nirgendwo. Also ganz ehrlich, ihr wollt mich doch veräppeln, oder? Ich meine, hat er sich jetzt hier im Gebüsch versteckt oder was ist los? Ist das hier irgendwie nicht richtig angezeigt oder so vielleicht? Oder muss ich einen Weg da reinfinden? Das könnte vielleicht auch noch sein, dass das nicht so. Als erstes werden sie Steuern fordern. Schon bald danach werden sie in unseren Häusern leben. Bitte deine Zunge, sie könnten dich hören. Mir doch egal. Wenn diese Arschlinge an unsere Tür klopfen, schneide ich ihnen ein paar neue Löcher. Hi. Kann man mit euch reden? Wahrscheinlich. Schade. Ich dachte, vielleicht hat man hier noch eine Quest oder so. Ja, irgendwie, also ist es sehr seltsam, finde ich. Weil das Problem hatten wir ja jetzt schon mal. Und da habe ich nur dieses grüne Zeichen anscheinend nicht gesehen. Ach so, die kann ich noch nehmen.
Aber langsam wird's irgendwie lächerlich. Ich weiß auch nicht. Ja, ist ja gut. Ist auch nicht hier im Gebüsch oder so. Also, streng genommen soll er genau hier im Gebüsch sein. Wenn ich jetzt danach gehe. Das ist doch nicht normal. Sitzt der hier irgendwo oben auf dem Baum oder was? Anscheinend nicht. Also, tut mir leid, Leute. Entweder bin ich jetzt total doof. Ich meine, hier steht es ja. Finde Sigurd und sprich mit ihm. Und wir sind genau da, wo er eigentlich sein sollte. Aber da ist er nicht. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie verbuggt ist oder so. Oder ob ich hier irgendwas Spezielles machen muss. Ob ich auf das Haus rauf soll oder, wobei, im Endeffekt, ich soll ja direkt da stehen. Also, jetzt stehe ich genau da, wo er sein soll. Und er ist ja nicht hier. Und das sind ja irgendwie nur zwei Wachen. Also, die kann ich auch nur angreifen. Ich verstehe es wirklich nicht. Rein kommen wir hier auch nicht. Müssen wir vielleicht doch erstmal mit dem einen Typen vorne mit der Wache sprechen. Aber der kam jetzt eher so rüber, ja, als ob der irgendwie stumpf wollte oder so. Bist du einer von Haralds Männern? Ja, der König wünscht einen Überblick über die Lande, die er nun beherrscht. Mehr nicht. Darf ich fragen, ob du einer der Eroberten bist? Hat Harald auch dein Land genommen? Nein, meine Familie lebt schon seit seinem Vater unter diesem Banner. Seit Halfdan dem Schwarzen. Nun, willkommen in Fornberg, Krieger. Ja, das hat mir jetzt sehr viel weitergeholfen. Ich gehe jetzt nochmal zu dem Platz, wo er eigentlich sein sollte. Aber ich denke mal nicht, dass er jetzt da auftaucht. Ne, da stehen immer nur noch diese zwei Pfeifen hier rum. Ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also entweder ist das etwas ungenau mit der Anzeige oder keine Ahnung. Ich bin hier gerade so dermaßen überfragt. Kommt man auch nicht rein, ne? Ich will jetzt ja auch nichts aufbrechen, weil ich denke mal, dann kriege ich auch Kopfgeld. Scheint zwar auch jemand zu leben, aber derjenige ist ja gerade nicht da. Da kann man ja mal gucken, ob man irgendwo was plündern kann. Scheint auch nirgendwo drauf zu sitzen. Ich verstehe es wirklich nicht. Ja, damit ich euch da jetzt nicht allzu lange mit aufhalte, würde ich sagen, dass ich hier mal einen kleinen Cut mache. Und ich habe keine Ahnung, wo ich den Typen finden soll. Also ich bin jetzt schon mehrfach an der Stelle gewesen, wo er angeblich sein soll. Aber ja, da ist er offensichtlich nicht. Es kann natürlich auch sein, dass das einfach nur bedeuten soll, dass ich hier in der Stadt nachgucken soll, dass er irgendwo hier ist. Das werde ich jetzt mal ausprobieren, dass ich einfach mal ein bisschen rumlaufe, mal gucke, ob sich irgendwo was tut. Aber ja, ganz ehrlich, allzu große Hoffnung habe ich ehrlich gesagt nicht, weil ja, ich gehe mal hier in die Höhle rein. Was haben wir denn hier? Lebt hier jemand? Also sieht so aus, aber hm.
Das ist wieder so ein Übungsgebiet. Das ist natürlich ganz cool, aber... bringt mich jetzt auch nicht weiter. In keinster Weise. Breite deine Flügel aus. Also, eventuell weiß ich, was zu tun ist. Das würde nämlich meinen Verdacht schärfen, den ich schon hatte, dass wir da einbrechen müssen. Komm schon, Würfeln hat noch niemandem geschadet. Soll es eigentlich in die Etage höher gehen? Aha. Sollte ich hier rein? Ich bin mir nicht sicher. Einheimischen werden sich wehren. Der Krieg wird niemals enden. Oder sie zwingen uns ihre christliche Lebensart auf. Ruhe, ihr alle. Lasst mich reden. Das sind ja unsere, ne? Ich warte hier so schön. Ich habe das gar nicht gecheckt gerade. Vor 2 Tagen befreiten wir das Land von Kjötvi und seinen Hunden. Und doch feiern wir heute nicht, sondern wir kauern unter einer Wolke der Furcht. Aber so muss es nicht sein. Wir sind nicht die Untertanen eines Kindkönigs, der uns mit Füßen tritt. Wir sind der Rabenclan. Unser Schicksal gehört uns. Wusstest du vom Treue-Schwur deines Vaters an Harald? Nein. Und daher brennt meine Wut heißer als die jedes anderen Mannes hier. Aber das treibt mich nicht in die Verzweiflung. Wir können nicht in Nordwege bleiben. Nicht unter Haralds Stiefel. Nicht ohne neuen Krieg zu schüren. Also gehen wir voran. In neue Lande. Nach Englerland. In eine neue Heimat. Unser eigenes Königreich. Die Söhne von Ragnar Lodbrok sind bereits seit 8 Wintern in Englerland. Ist überhaupt noch Land übrig für einen Clan wie unseren? Mehr als genug, Weib. Von den 4 Königreichen Englerlands ist nur eines wirklich befriedet. Ich habe nicht vor, mich an Haralds Leine legen zu lassen. Mir gefällt die Idee. Unsere eigene Saga. Ich bin dabei. Wir brauchen Zeit und Ressourcen, um uns eine neue Heimat aufzubauen. Aber die Beute aus dem Sieg über Kjötvi sollte genügen. Nein, die gehört meinem Vater. Als gerechte Entschädigung. In Englerland müssen wir von vorne anfangen. Du willst, dass wir mit nichts in ein Land ziehen, das wir nicht kennen? Zu Menschen, die uns hassen? Kjötvis Schätze könnten uns den Weg sehr erleichtern, Sigurd. Ich besiegte ihn. Ich habe ein Anrecht auf diese Beute.
Unser Abgang soll kein Angriff auf meinen Vater sein, sondern ein Neuanfang für uns selbst. Es wird wahrscheinlich jetzt noch kompliziert werden, aber ich bin eigentlich dafür, dass wir dann alles mitnehmen. Aber, naja. Wenn er sagt, er will seinen Vater nicht angreifen, dann... Aber sie hat ein Anrecht drauf, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Und wir wollen ja auch was sehen, ne? Ich glaube, aufgrund dessen nehme ich mal das Erste. Wenn wir gehen, brauchen wir alle Hilfe, die wir kriegen können. Wir beanspruchen Qtwis Beute für uns. Ich verabscheue Diebstahl. Aber wenn es das braucht, damit du meiner Sache folgst, akzeptiere ich. Styrbjörn wird durch den neuen König versorgt werden. Qtwis Güter gehören uns. Dann auf nach Englerland, bevor die Nacht anbricht. Packt ein, was ihr braucht, aber nicht mehr. Und haltet den Mund. Das Letzte, was wir brauchen, ist die Aufmerksamkeit von Haralds Truppen. Na, wer bist du denn? Wie viel hast du gehört? Genug. Ach so, ein neuer Pfad hat sich gezeigt und deine Reise wird herausfordernd sein. Kommst du nicht mit uns? Um meiner Mutter willen kann ich nicht. Doch unsere Fäden kreuzen sich noch vor dem letzten Tag. Bis dahin, leb wohl. Sprich mit Sigurd am Hafen. Ja, das ist zumindest mal eine vernünftige Aussage hier. Junge, Junge. Also ich sollte mir das echt mal merken, dass wenn ich denjenigen nicht finde, dass ich einfach mal meine Krähe, beziehungsweise es soll ja, glaube ich, ein Rabe sein, vorausschicke und mal schaue, wo genau ich eigentlich hin muss, dass es eben nicht zwingend genau dieser Platz ist. Ich finde es schmeichelhaft. Meinst du, einer von denen wird dich heiraten und mit in die Hauptstadt? Eivor, der Wind ist uns gewogen. Wir sollten unverzüglich ablegen. Du hast schnell gepackt. Sehr gut. Der Traum von neuen Landen ist ein starker Köder. Genau wie das Versprechen von Ruhm. Aber ein so liebgewonnenes Heim zurückzulassen, hat einen traurigen Beigeschmack. Zweifelst du? Nein. Gar nicht. Die Knochen sind gefallen. Dann möge das Schicksal uns führen. Bist du bereit? Ja, stechen wir in See und reisen unbehelligt ab, solange wir die Gelegenheit haben. Sie ist vorüber. Siehst du? Das Schicksal reist schneller als wir. König Haralds Banner. Na toll. Sigurd, was ist das für eine Versammlung? Was hast du vor? Einen Abgang, Vater. So würdevoll es nur geht. Wenn ich nicht König in meinem Geburtsland sein kann, beginne ich eine neue Saga in Englerland. Unfug. Dein Platz ist hier, mein Sohn, an meiner Seite. Es wird bald neue Siege geben und neuen Ruhm. Meine Entscheidung steht, Vater. Du stimmst mich nicht um. Hier gibt es nichts mehr für mich. Ich muss mir einen Namen in der Welt machen. Und ihr habt Thornbergs Vorräte geplündert, wie ich sehe. Ihr lasst nichts zurück außer eurer Ehre. Du liest mir keine Wahl. Als ich zum Ting kam, war ich ein Prinz. Und als ich ging, nur der Sohn eines Jarls. Man hat immer eine Wahl, Sigurd. Ich stelle mich nicht zwischen dich und die Deinen, aber ich gebe dir nicht meinen Segen. Vor 17 Wintern öffnete ich dir mein Haus, Eivor. Und nun ist dein einziger Dank, mich auszurauben. Ich hätte dich den Wölfen überlassen sollen. Trauriger alter Elch. Nimm diese Worte nicht mit nach Englerland.
Er hat diesen Tag selbst verschuldet. Ich weiß. Ja, ich bin da. Mhm. Die Zeit der Tränen ist vorbei, ihr schlaffen Säcke. Jetzt legt eure ganze Kraft in die Schläge. Teil dir die Kraft gut ein, Doug. Wir müssen einen Ozean überqueren. Schon klar, du fauler Arschling. Sigurd, wie lautet der Kurs? Die Söhne Ragnaros haben eine Siedlung an der Küste errichtet. Dort landen wir an. Singe ein Lied, um unseren Huger zu stärken. Ja, weg die Götter! Auf das Tor uns einen mächtigen Frucht schickt, um uns anzutreiben! Ein Ozean liegt vor uns, Eivor. Und auf der anderen Seite erwartet uns ein neues Königreich. Kennst du Englerland schon von deinen Reisen? Ich war einen Sommer in ihrem Königreich Mercia. Das Wetter ist mild, das Land wild und üppig. Mittlerweile werden Ragnars Söhne es ganz erobert haben. Werden wir uns ihrem Heer anschließen? Sie schließen sich uns an. Bald wird ganz Englerland den Rabenclan kennen und den Ruhm, den wir diesem zerrissenen Land brachten. Also nach Englerland! Für Ruhm und Schicksal! Nach Englerland! Nach Englerland! Oder Walhall!